Okay, dann herzlich willkommen zurück zu Let's Dream Little Big Adventure 2. Wir sind letztes Mal stehen geblieben auf Otringal, was meiner Meinung nach, glaube ich, der Planet C-Licht einfach ist, wo wir schon einmal waren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da sollen wir, glaube ich, nach Benzin oder irgendwas suchen, ich weiß es nicht mehr genau, für Baldino, glaube ich, es hat nicht Benzin kreisen, es hat irgendwie anders kreisen. Das sollen wir auf jeden Fall finden und mir ist für ein Waternight auf YouTube auf jeden Fall der Tipp gegeben worden. Wir haben ein paar Sachen übersehen. Und zwar auf der Zitadelleninsel, ich weiß nicht, ob wir das noch jemals nachholen können. Da hat es auf dem Bett von Baldino, wo wir mal drin waren, was ist hier vor, 6 Parts oder sowas grob, da wäre so eine kleine Geschenkskiste gewesen. Er hat sie in die Kommentare reingeschrieben, so eine rote Geschenkskiste und da hätte man halt irgendwas gekriegt. Keine Ahnung, was drin gewesen wäre, das hat er mir jetzt nicht verraten, aber es war auf jeden Fall nichts Wichtiges. Und beim Postamt oder beim, jetzt heißen Gebäckszustellungsgebäude oder sowas, da haben wir, glaube ich, eine Videosequenz verpasst gehabt. Und zwar, wenn ich ganz unten beim untersten Geschoss nach dem Türrätsel, der hätte irgendwo reinhüpfen können, glaube ich, an der oberen Bildschirmrand. Dann wäre da, glaube ich, eine Videosequenz gewesen. Und ja, die haben wir auf jeden Fall verpasst. So, wir sind aber da stehen geblieben. Und ja, gibt es da vielleicht auch wieder den Gnom da theoretisch im abgestürzten Raumschiff? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber anscheinend gibt es ihn nicht. Was muss ich tun? So, schauen wir nochmal den Text an. Du musst mir etwas Gasogen besorgen, damit ich unser Raumschiff reparieren und dein Protopack leistungsfähiger machen kann. Ah, genau, das Protopack, das tut uns auch noch verbessern, der alte Fuchs, der. So, ich vermute mal, bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde behaupten, wir haben Sprungabenteuer für uns. Und zwar müssen wir, glaube ich, jetzt da vorspringen. Das heißt, wir werden gefüllte 10.000 Mal speichern. Und wuhu! Okay, der war schon einmal sehr gut, der Sprung. Und wuhu! Der war mega awesome, der Sprung. Und okay, jetzt gerade noch den hinkriegen. Und here we go! Bin ich untergegangen? Ich bin untergegangen. No! Moment, noch einmal. Und jump! So, und dreh die links. Und jump! Und mega geil. So, und jetzt haben wir mit Anlauf geht sich das aus. Und wuhu! Warum nimmt man Anlauf nicht? Du behinderte Hure, Moment. Da macht er den Weitsprung. Da macht er den Weitsprung. Und da drüben macht er dann irgendwie nicht mehr. Warum nicht? Jetzt speichern wir da ab. Sonst haben wir das, glaube ich, nur 10.000 Mal da vor uns. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir zu dem Monster dahin wollen. Aber ich vermute mal, es ist freudig. Denn in dem Spiel ist so gut wie nichts bösartig. Ich bin schon wieder abgerutscht. Gibt's denn das? Moment. Dann machen wir es jetzt wirklich so. Jetzt muss er ihn zusammenbringen, oder? Ja. Au! Okay, das Monster verletzt uns. Das ist nicht gut, oder was? Ich hab gedacht, das hilft uns vielleicht. Aber es nimmt mal auf jeden Fall Schaden, oder? Es verliert weiße Sternchen. Vielleicht werden wir es oft genug verletzen, dann irgendwann, aua, aua, tu mir nichts, ich bin ganz freundlich und da gibt es also irgendwelche tollen Tipps. So, die Frage ist, wie viel Schaden hebt es aus, das Ding? Wie oft haben wir es getroffen? Keine Ahnung, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal. Kann er das überhaupt töten? Ja, genau, also. Jawohl, wir haben es besiegt. Ich habe jetzt zwar nicht hingeschaut. Hat es irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall blind, das Spiel, ja. Also, ich kenne es so gut wie gar nicht. Also, ich kenne es eigentlich wirklich gar nicht. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt und das war's. So, für was habe ich das jetzt vernichtet? Das hat uns jetzt großartig gar nichts gebracht, oder? Der Spring ist bis darüber. Wir speichern einmal. Ich hoffe mal, ich komme auf jeden Fall wieder hoch und ich habe mir jetzt noch nicht schon verspeichert. So, der Sprung schaut aber extrem weit aus. Und, ups. Okay, na, das geht sich nie aus. Das sind wir ungefähr bei der Hälfte. Dann rüber wieder zurück. Ganzen Weg wieder der brav retour. Offensichtlich war das für nichts. Vielleicht ist das jetzt ein böses Monster gewesen vom. Mein Gott, das ist so hartnäckig, diese Sprungpassagen. Vom Gott Dark Monk, von dem wir ja schon gehört gehabt haben. Na, warum springt er denn jetzt doppelt? Jawohl, er hat sich irgendwie nicht errettet. Vielleicht ist das irgendwie vom Gott Dark Monk da irgendwie sein Haustier gewesen oder so, das, was wir jetzt da eliminiert haben. Irgendwas wird schon gebracht haben. Hoffen wir mal auf jeden Fall. So. Aber wenn nicht, dann respawns halt wieder. Es hat uns genau einmal verletzt. Wie viel Schaden hat es gemacht? Keine Ahnung, ich glaube, wir haben letztes Mal schon ein bisschen Leben verloren, von daher glaube ich jetzt nicht, dass es ultra viel Schaden verursacht hat. So, aber was müssen wir denn dann tun? Vielleicht, Moment,
Was gibt's da? Da gibt's immer gar nichts. Mit dem Protopack könnte ich, glaube ich, natürlich unten da beim Wasser entlang fahren. Muss ja vielleicht jetzt darüber. Ich hätte mal gesagt, probieren wir es mal da. Na, er springt schon wieder doppelt. Warum springt er denn immer doppelt? Ah, das Monster, das respawnt. Wo sind wir denn da? Oh Gott. Also das tut mir wirklich immer sehr leid für euch Zuseher, da mir beim Vermurksen dazu zu sehen. Ich bin einfach extrem untalentiert, was sowas anbelangt. Da hinten kommt das Ding auf jeden Fall wieder. Was denn, vielleicht... Vielleicht hat das jetzt irgendwie was gebracht, dass wir es auch mal schon verletzt haben. Vielleicht muss man es zwei, dreimal besiegen. Oh, das ist wieder der Moloch da von Final Fantasy 7 und das respawnt einfach unendlich. Und kommt einfach immer, immer wieder. So, trifft's mir jetzt da? Wie weit attackiert's denn da? Attackier mal. Was geht da sogar unter, oder was? Hä? Okay, keine Ahnung. Na, jetzt kommt's wieder. Moment. Wow, 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 wow. Jawohl, so trifft's mir nicht. Triff I, S? Na, na. Moment, aber das geht sich aus. Wenn wir da vorgehen, dann kommt's, glaube ich, daher, oder? Komm schon, genau. Jetzt ist es da und frisst den Ball und frisst den Ball und göttlich. Muss ich es töten? Muss ich es töten? Bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es jetzt einfach. Okay, wow, das ist schnell gestorben. Okay, das war easy. Hat das da vorne nicht ungefähr gefühlte 13 Treffer oder sowas ausgehalten? Und jetzt hat er vorne mal 4, das war fein. Dann. Und, nein, verspring mich. Ja, Mann, ist das behindert. Das ist echt, ich hasse sowas. Warum kann man da nicht einfach einen normalen Steg machen? Ich meine, okay, ich verstehe es nicht. Man muss wieder mit dem Springen da ein bisschen zurechtkommen. Man muss mit dem Springen da zurechtkommen. Es soll nicht einfach sein. Das ist ganz nett, aber es ist nervig, weil das nicht kann. So, ich mache jetzt wirklich, auf jeder Mini-Insel mache ich jetzt da einen Zwischenspeicher. Vor allem verstehe ich nicht, warum man teilweise stehen bleibt beim Springen. So wie jetzt. Das leuchtet mir nicht ein. Das heißt, er muss die Kamera seitlich drehen. So, schafft er das? Go! Jawohl, er schafft's. Und jetzt fehlt uns gleich mal der kleine Sprung darüber. Ja. Ihr wollt so Vertrauen in Twinsen? Jawohl, geile Sache, Twinsen. Awesome. So, wo sind wir jetzt da? Jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir eigentlich wieder bei C-Lichter. Genau, jetzt könnte man das eigentlich nachholen. Mir ist gesagt worden, wenn ihr da mit den Hunden mitrennen... Dann kriege ich da ebenfalls eine Belohnung. Dann machen wir das jetzt einmal. Sind die Hunde da eigentlich bösartig oder sind die freundlich? Schauen wir uns das einfach mal an. Da muss ich dann vermutlich vorsichtig. Okay, na, da kann ich einfach gar nicht durch. Hä? Okay, also durch die Höhle kann ich mal nicht durch. Vielleicht aber eben bei allem anderen kann ich vielleicht mitmachen. Hat die Giraffe da gerade Fotos von uns gemacht? Kann ich da was machen? Na, da kann ich irgendwie auch nicht hochklettern. Dann rennen wir einfach da die Runde und... Okay, da sind irgendwelche Hürden. Und go! Und klettert er da? Ja, da klettert er. Bin mir... Au! Die Hunde sind aber schnell. Okay. Und... Uhuhu! So, jetzt sind wir eigentlich meiner Meinung nach einmal im Kreis gelaufen. Vielleicht hat die Giraffe da, die was jetzt da Foto von uns gemacht, vielleicht... Vielleicht müssen wir jetzt zu der irgendwie hin. Oh Gott, was sind wir denn jetzt da? Moment, jetzt gehen wir mal zuerst zur Karte hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss es gedrückt halten, was? Ich drehe die Perspektive nicht. Ja, ich hab's falsch gemacht, Moment, wie geht's richtig? Nachher hole ich das nach. Ich würde es gerne nachholen. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Also ich kann da anscheinend alles machen. Ah, da ist... Da kann ich durch einen Ring. Okay, das ist sogar eine eigene Spezialanimation. Okay, dann da rüber. Go, dann da klettern. Das kriegen wir auch noch hin. Aber wir kommen dann durchs Haus nicht durch. Das geht auf jeden Fall nicht. Und die Hunde da sind viel zu schnell. Jawohl, er hüpft über uns rüber. Und da kann ich jetzt aber nicht durch. So, Moment, er hat Foto gemacht. Jetzt will ich zu ihm. Ich vermute, dass er da was gibt. Bleib stehen. Guten Tag. Ich gehe nach Zirla. Da gibt es angeblich ganz tolle Safaris. Aber langsam mache ich mir Sorgen. Ich sehe gar keine Reiseleiter. Ich hoffe, ich habe mich nicht im Tag vertan. Vertan? Habe ich es richtig gemacht oder war es schon wieder falsch? Durch den Kreis kannst springen. Die Stelle da kannst
Action drücken. Okay, Moment, das machen wir dann jetzt noch. Kann da bei den Hundehütten da anscheinend auch noch was machen. Durch ein Reifen. Das ist eigentlich kein Kreis. Für mich ist das ein Reifen. Und wuhu! Passt. Dann machen wir da kann ich Action drücken. Autsch. Au, okay, fuck, da kommt. Moment. Wow, na. Da kommt so ein scheiß Hund raus. Okay. Da, nächste Hundehütte. Kleeblatt. Awesome. Danke für den Tipp. Und nächste Hundehütte. Bisschen Mana. Okay. War's das? Okay, ein bisschen viel Mana sogar. Ganz schön nett. Kann da sonst noch irgendwas machen oder war's das? Halb richtig. Also einen ganzen Kreis würde ich gern laufen, aber da weiß ich leider Gottes nicht, wie ich da durchkomme. Vielleicht, Moment, jetzt lass mal den Hund da kurz vorbei. Vielleicht, wenn ich mit Normalaktion drücke, geht er dann vielleicht durch? Ah! Hahaha! Okay, ich hab's verstanden. Dann machen wir eine komplette Runde mit. Soll ich, jetzt verprügel ich aber da auch noch ganz kurz die Hunde, weil die schon schnerven bei der Runde da. Okay, die sind schon ultra nervig, weil die sind schneller als ich. Und dann da. Okay, war eh schon falsch. Dann warten wir auf den Hund auch noch, vermöbeln wir den auch noch ganz kurz. Jawohl, awesome. So, dann. Jetzt da ganz ruhig. Jetzt machen wir eine volle Runde. Keine Ahnung, wo die Runde anfängt zählen. Darauf. Darunter, ja, sehr schön. Wir schauen, dass wir immer auch halbwegs da auf dem Weg bleiben. Dass sich da nicht irgendwie aus Versehen was resettet. Da springt Twinsen wie ein Löwe durch den brennenden Reifen. Dann da die zwei normalen Hürden, das ist ganz fein. Da über das darüber, das geht auch. Du drehst die Perspektive praktisch nicht. Sicher dreh sie. Was tue ich denn die ganze Zeit? Bemühe mich da. Da wird sie übrigens automatisch zurücksetzen. Also sobald die da reingeht, dann ist es einfach vorbei. Okay. Und meiner Meinung nach habe ich jetzt eine volle Runde geschafft. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Noch einmal mit ihm reden? Guten Tag. Ich gehe nach Zierla. Na, da sagt wieder genau das Gleiche. Okay, dann. Dein Advice, wo wir jetzt eigentlich wirklich hin müssen. Jetzt speichern wir da mal zur Sicherheit ab. Und dann gehen wir einfach mal in das Gebäude links. Da geradeaus, da waren wir drinnen, da haben wir das UFO gestohlen, sind wieder zurück zur Zitadelleninsel. Dann probieren wir mal da drinnen unser Glück. Gibt's da Wachen oder was ist da eigentlich? Oder ist da gar nichts? Das schaut irgendwie so nach Warpstationen aus. Okay, nein, das sind Aufzüge. Da gibt's die Würmlis. Die Würmlis sind jetzt aber nicht sonderlich gefährlich, muss ich sagen. Da gehen wir mal einfach auf so eine Plattform darauf. Ja. Okay. Wo bringt uns das hin? Das bringt uns da rauf. Da ist ein Wurm. Fröhliche Musik. Der Wurm macht uns anscheinend gar nichts. Okay. Guten Tag. Greifen Sie zu, mein Herr. Meine Nachrichten sind immer frisch. Die neue Tagesausgabe. Na los, kaufen Sie eine. Die sind immer ganz schnell weg. Kaufen Sie. Ist der böse? Warum sind denn die böse? Warum attackieren uns denn nicht? Das verstehe ich nicht. Die wissen eigentlich, dass wir da dieser Megaschuft da sein, oder? Erzählischer Bote. Gaso-Gem-Mangel. Tanker fahren Utringal nicht mehr an. Utringal wird's ausgesprochen. Darstellung von Zelig. Dem Planeten der 1000 Wunder. Oha, 1000 Wunder? Was? Was soll das für ein Planet sein? Das ist der. Hä? Da sind ja drinnen Lavakern? Dann ein Haufen Nix. Und dann aus nochmal so Gasgebilde oder sowas. Ah, und cool, links unten sieht man die Schlange, die was wir vermutlich jetzt ein paar Mal schon besiegt haben. Nette Darstellung. Und, okay, unser komisches Kreidebrett hat sich da jetzt verbessert. Okay, was uns das immer bringt. Was haben wir denn davor drin gehabt? War das jetzt dumm, dass ich das überschrieben habe? Ich hoffe mal nicht. Okay, weiter nach oben. Dann sind wir mal da heroben. Okay, was ist da? Sie befinden sich im Stadtzentrum von Utringal. Ah, okay. Da drüben ist eine Steinskulptur von dieser Schlange, oder? Oder nicht? Na, ist irgendwas anders.
Irgendwie total eine düstere, traurige Musik gerade. Ah, da gibt es wieder diese Ringe, okay. Sammeln wir die mal auf jeden Fall ein, dieses Geld da von diesem Planeten. Irgendwas wird es schon bringen. Verkauft er zu viel Gas? Ich möchte gerne etwas Gasogem kaufen.